Hallo, ihr liebe Leute. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und jetzt wäre es mir vielleicht zugutekommen, wenn ich das so geskillt hätte, dass ich die Gegner sehe in der Überlebenssicht. Okay, also da kommen wir mal nicht rein. Wir müssen aber offenbar hier durch. Ja, die Tür ist auch auf. Und zum Teufel hast du dich versteckt, Red. Er muss hier irgendwo sein. Oh, der Over. Der Over bewegt sich einer. Mhm. Und halt. Tschüsseli. Hey, fang! Ups. Wir gehen lieber von der Over. Autsch, ja, das hat mich noch gekriegt. Aber dann krieg ich auch. Mistkerl. Okay. Verbandinventar voll, lässt sich schnell lösen. Wir benutzen dann. Wenn ihr ein bisschen was abkriegt, ups. Scheiß Typ. Okay. Den habe ich nicht kommen sehen. Den Scheiße. Okay. Das waren jetzt doch etwas mehr als gedacht. Flixt. Mist. Okay. Wir reparieren das Ding. Wechseln wieder zu unserer Waffe. Und dann schauen wir mal, ja. Der Kasper hat noch was. Rohrbombe und eine Splittergranate. Das nehme ich gern. Das nehme ich doch gern. Okay, da ist noch eine Bierflasche. Okay. Ich wollte eigentlich die Bierflasche nur abgreifen. So. Hatte mal eine Gaul A. Man kann sagen, so ein edler Typ, der sich auf dem Scheißhaus versteckt, scheint es wohl nett zu sein. Hm. Ah, die Spuren führen dann do lang. Okay. Durchsuche die Hütten nach Red Riley. Hier ist Krieg ausgebrochen. Schlüssel zum Camp Pioneer. Okay, jetzt müssen wir offensichtlich hier noch andere verschlossene Dersuche. Und da draußen schweren immer noch welche von deiner Kaschbar rum. Splittergranate, ja danke. Die nehme ich auch gern. Ich hoffe, irgendwann kriege ich mal die schöne Rezepte. Für die lustige Dinger. Splittergranate, Rohrbombe. Wer schießt noch mehr? Ja, Hauptsache mich als Arschloch beschimpft. Warum auch nicht? Das gehört mittlerweile zum guten Ton. Ah, da aber. Schießen die sich gegenseitig nieder? Warte mal. Dann habe ich... Autsch. Ich bin auch gerade volle Kanne im Schussfeuer. Warte mal. Gehen eigentlich ziemlich effektive Dinger. Oh, ich habe nichts mehr. Okay. Jo, das war ein Headshot. Trading Post. Dann gehen wir mal zum Handelsposte hoch. Und gucken mal. Ob wir da auch hier hinkommen. Ob es da möglicherweise Stufe, Treppe, was auch immer gibt. Nee, dann bin ich aber reingestickt, um die ganze Bande auszuräuchern. Eventuell gibt es ja noch einen anderen Weg hoch, zum Beispiel so, ne? So. Können wir uns denn bestimmt noch die MG-Munition krallen? Jo. Und jo. I, Krabbler. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Gehen wir nochmal hier runter. Was ist dann der Typ, weiß ich. Ah, Lappeninventar mal wieder. Und hier eine Annäherungsbombe. Das ist neu. Okay. Warte mal. Das können wir ins Inventar reinmachen. Okay. So, das wäre dann das hier. Spezialgewehr, ne? Repetiergewehr. Ist zum Schade her etwas besser. Aber, nee, das lassen wir mal sein. Das lassen wir mal gut sein. Okay. Dann müssen wir uns jetzt nochmal umgucken, glaube ich, hier, ne? Hier ist Krieg ausgebrochen. Durchsuche die Hütten nach Red Riley. Genau. Der feige Typ hat sich anscheinend irgendwo verpisst. Ach, du ekelhafter Kotzekrabbler-Freak. Gut, einer weg. Der andere verzieht sich Richtung Scheißhaus. Verdeivel. Okay.
Okay, da muss aber irgendwo noch einer im Gras drin liegen, den ich niedergemäht habe. Naja. Okay. Mehr Spucke. Mehr Spucke klingt nicht gerade toll. Warte mal, hier hechelt und kichert irgendwas noch rum. Ach, sind die ekelhaft. Ja, die finde ich wirklich scheißen creepy. Okay. Gehen wir mal ganz systematisch vor. Hier ist nichts abgeschlossen. In dem großen Gebiet war ich schon. Dann bliebe noch hier oben die Hütte übrig. Wo man es die mal Vielleicht da. in einer dieser Hütten, ja? Der hat's verdient. Oh. Ich abgeknallt hab. Der hat rumgestänkert. Ist mir blöd gekommen. Hat's verdient. Nett. Lass mir nichts gefallen. Ich sag der. Ach, komm schon, Red. Raus. Ups. Aua. Jetzt geht das nicht so auf, wenn die in Iron Mikes kämpfen. Ah, das ist er. Das ist er, der Typ. Komm, so nette Schwein um. Okay, warte mal. Erstmal Heiler. Der Typ hat mich hier mit der Axt attackiert. Und das anscheinend auch noch sehr effektiv. So ein Widerling. Okay. Liefere den Todesnachweis ab. Red Rileys Stiefel. Sieht man das auch an der Leiche? Nee, an der Leiche sieht man es nicht. Okay, wir machen mal wieder das Licht aus. Aber offensichtlich hätte mich sein Drifter-Kollege hier wieder umstellt. Krabbler-Ohr und Bierflasche. Und hier ist noch ein anderer. Bandit. Sterilisierungsmittel, Inventar voll. Na gut. Okay. Also sei Bandidos-Kollege, die streuen anscheinend noch draußen rum. Keine Ahnung wo. Ja, da ist er. Die Dame. Ach, du Scheiße, Last Girl Standing. Bisschen Sturmgewehr-Muni. Warum nicht? Und Attraktor-Inventar ist voll. Gut, dann wird das auch erledigt. Wir können eventuell noch ein bisschen die Leiche plündern von deiner, die hier gegen die Freaker gekämpft haben. Ich habe jetzt interessanterweise tatsächlich hier kein einziges Schwärmer gesehen. Das waren allesamt eigentlich. Naserivler. Das waren allesamt Krabbler, gegen die hier gekämpft haben. Interessant. Na gut. Ach, du Over. Ah. Ja, an die Krabbler komme ich leider nicht raus, so. Okay. Ja, schade. Dann halt nicht. Dann kriege ich die Ohre leider nicht als Trophäe. Aber da ist mein Bike. Wir reparieren erstmal ein bisschen noch unser Bike. So, und dann wieder zurück. Camp Pioneer hat sich für uns erledigt. Wir müssten jetzt, genau, einfach wieder zu Iron Mike's Camp. Gut, also die Freaker haben uns ein bisschen noch einen Vorteil verschafft, dass die erstmal ein bisschen verwirrt waren, die Typer. Und danach einfach der Rest nochmal Casher. Kups wie gedupst, da waren jetzt doch mehr Plünderer als gedacht, um ehrlich zu sein. Es werden irgendwie auch immer mehr, habe ich das Gefühl, ne? Dass das ursprünglich vielleicht nur so 10 Plünderer waren, mittlerweile sind es 16, 20 oder so. Habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viel das hier waren, aber gefühlt waren es schon so um die 20 Plünderer. So. Ah, die Musik ist wirklich großartig. Days Gone hat wirklich ein richtig geiler Soundtrack, wie ich finde. So, da lang. Alles auch so eher ein bisschen, ein bisschen auf Country getrimmt. Noch ein Freaker aufs Horn genommen, warum nicht? Ja, das hat alles irgendwie auch so ein bisschen so ein Country-Flair, finde ich. Nicht das verkehrte Stoff, was so Postapokalypse. Ah ja, die Wachposte kümmern sich jetzt noch drum. Gut. Alle hopp. Upsi. Da müssen wir lang. Wir sollten mal eh ein bisschen mit Schrittgeschwindigkeit nur fahren. Und dann ab den Job wieder abliefern. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ricky ist ja glücklicherweise Tag und Nacht hier. Ich gehe jetzt einmal zum Beutetyp.
Wobei, wir könnten uns das auch aufheben für Copeland. Das sind nämlich noch ein paar Motorradverbesserungen, die wir gebrauchen können. Hey, wie läuft's denn so? Gut, reparieren wir mal und tanken nochmal noch. Ich mach voll. Ich mach voll. Ja, warum nicht? Okay. So, Ricky, bitteschön. Ich hab was für dich. Hey, geschmacklose Cowboy-Stiefel. Hey, Ricky, ich hab ihn erwischt. Deacon, das ist gut. Lindsay hatte ein paar gute Freunde. Ich sag's ihnen. Ja, okay, wir sehen uns dann, Ricky. Okay. Zu 89%. Warum mach immer nur diese Fast-Prozent? Ich kann's nicht sagen, wir haben sie ja immer hier abgeliefert. Naja, Kopfgeldjäger zu 27%. Lava unterm Gestein. Fahre zur Position. Also an Aufträgen mangelt es uns offenbar nie. Führe Iron Mike zur Metulius Lava Höhle. Okay. Das wird anscheinend immer recht interessant. Hier sind hier weitere Dinge aufgeploppt. Na gut. Wo ist es dann? So hin. Ja komm, Spike lassen wir jetzt mal durchstehen. Wenn wir im Camp sind, müssen wir jetzt halt unbedingt jeden Weg mit dem Bike zurücklegen. Und Iron Mike sitzt wohl in der Launch Over. Oder in der Lodge, wie auch immer. Ich mag so alte Gebäude, die aus Holzstämmen gebaut sind. Ist natürlich eine riesige Holzverschwendung, aber die haben einfach einen optischen Charme, der ist großartig. Gut, jetzt überspringen wir nochmal die Zeit. Und ist hoffentlich dann Mittag, nicht Ovens. Dick? Ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Okay, dann müssen wir uns mal rumlaufen. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Gut. Er joggt ziemlich gemächlich. Aber ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Ja, aber ich würde Iron Mike eh so auf 65 schätzen. Zu sein. Freaks, die im Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Erledige die Schwärmer. Okay, das überlasse ich dir gerne. Okay, jetzt zuckt Mimi. Das ist auch eine ziemliche Scheiße. Er wird sich um die Freaks kümmern, die im Schlamm feststecken. Ach, für deinen dann auch noch die Ohren abschneiden. Und komm schon. Sehr schön. Ja. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Schön ist was du anderes. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Aber bisher muss ich, sage ich, empfinden eigentlich als recht angenehm. So, schauen wir mal. Oh nein! Oh Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Okay, okay. Komm schon, mir nach. Halt! Dir nach? Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Geh nicht zu. Ach, du. Bleib unten. Scheiße. Verfolge die Horde. Ach, du Scheiße. Ja, die wandern alle geschlossen als Einheit anscheinend zu deiner Was Höhle. Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Und bleiben du über da. Selbst für einen verdammten Drifter. Warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli standen Gott. Die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden.
Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Busa ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Gott, und wie viele sind dann das? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Gott. Das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Santium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Alter. Alter, was im Masse. Ist das übel. Tja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und... Und dann überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Hm. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Hm. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Yep. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das nein, bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Bin ich immer gespannt, was das wird. Die Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, okay. Dann sehe ich schon wieder die Lodge. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit damit, sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das dann alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast einen gesehen, der noch flog. Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen, während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Ja. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Ist zumindest nur ein Ersatz. Ja, ist nur ein Ersatz, was aktiv zu machen. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber... Um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke in ein paar Minuten.
Ich weiß, wo wir was finden. Gut. Also bisher macht für mich Iron Mike eigentlich der vernünftigste Eindruck von einem ganzen A-Führer. Okay. Du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein. Ich habe gehört, da wartet eine Schaufel auf dich. Ja, Skizzo. Ich habe zu tun. Also Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Level up. Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Wie das Maul aufreißt, der Depp. Ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Spacko, wie das Maul aufreißt. Aber erst einmal haben wir jetzt tatsächlich mal folgendes. Ohr am Boden. Das halte ich für sehr nützlich. Ja, Gegner werden in Reichweite hervorgehoben, wenn sie in Deckung sind. Das ist sehr gut. Dann kriegen wir jetzt auch die Viererstufe nimmer. Verdoppelt die Effektivität von Schrott bei Motorradreparaturen. Ist auch nicht schlecht. Gibt dir bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Auch nicht gut. Ach, ziemlich gut. Erweitert den Inventarplatz für Herstellungsmaterialien, Fallen und Wurfobjekte. Ja, super. Das machen wir. Trag dein Päckchen. Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Okay. Gut, wir gehen sowieso noch ein bisschen einkaufen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Munition. Hi ho. Was geht, Blair? Okay, so, das war nicht das, sondern hier. Sturmgewehrmuni, bitte. Gewehrmuni. Ja, gut. Und ansonsten sind wir noch nicht gut genug mit dem Camp gestellt. Ich würde sagen, wir machen hier Primärschalldämpfer, wir machen hier Handfeuerwaffenschalldämpfer und der Spezialwaffenschalldämpfer. Das ist ziemlich gut. Das ist dann wohl mein Bike, das haben sie wohl wieder umgeparkt. Ein paar Minuten haben wir noch, schauen wir mal, was das wird. So. Oh, wacht. Was jetzt wieder kommt. Dem Skizzo gibt's nur Ärger. Bereit? Wo wollen wir hin? Dieses Mal musst du mir vertrauen. Okay, gut. Nicht mit Skizzo, sondern mit Iron Mike. Das ist mal lieber. Den mag ich. Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde? Überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Okay. Genau, Zinnober. Man extrahierte Quecksilber daraus. Ja, krass. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen freizumachen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das ist Sherman's Camp. Ja. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken, direkt nachdem Joe getötet wurde. Hab ich dir gesagt, warum? Hier! Nein! Bieg hier rechts ab! Das ist es! Mike, da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Ich denke, das habe ich auch beim ersten Mal schon gesehen. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Ich will es probieren. Wir müssen da lang. So. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Oh. Ich denke schon. Weißt hoffentlich du, was machen wir nicht so viel aufmerksam. Ja, alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Nora und ich. Huch. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Aha. Jetzt kommen wir auch mal in das Gebäude rein. Okay. Schauen wir uns dann mal um, wenn die Sequenz durch ist.
Verdammt. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Mike? Nach 2 Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Zwar nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, 2 Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal... wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. So viel zu, wir haben alle Dinge der getan. Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Verdammt. Ja, da will ich auch so schnell wie möglich weg. Aber ich jetzt, sorry, liebe Leute, das ist was für Übermeier wieder. Eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern, der auf den Schizo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm. Legen wir los. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir uns hier aus dem Schlachtfeld den Schlüssel rausholen. Und dann weiter TNT-Sammler und die Höhle zum Einsturz bringen gegen die Freaker, Horde. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Es wird mal wieder richtig spannend. Iron Yankee.